So, ich möchte jetzt wissen, wie ich da hochkomme. Mit einem beherzten Schuss so? Ja, das sieht gut aus. Nehme ich. Stille. Ist das noch so ein Riesenraum? Wirklich? Jetzt hätten wir davon jetzt nicht schon genug gehabt. Verdächtig still hier drin. Nee, ist kein Riesenraum. Geld. Geld ist gut. Ich werde mal dem hier auf den Stuhl steigen. Hier gibt es gar nichts mehr. Da oben, komm. Da wollte ich mir jetzt nicht erzählen, da oben ist doch bestimmt irgendwas. Da muss ich... Ich muss auf jeden Fall mal gucken. So. Das wäre doch sehr merkwürdig, wenn da oben gar nichts wäre. Und an diesen Raum kann ich mich auch ganz... Aha. Garrett. Du bist ein dummer Oscar. An diesen Raum kann ich mich auch ganz grob erinnern. Von früher, ganz grob. Gut, kleiner Bonus. Irgendwas noch hier, was man leicht übersehen kann? Nein. So, gib mir mal einen Pfeil zurück. Das wird doch jetzt nicht alles gewesen sein. Kann ich auch gleich noch einen Heiltrank trinken. Ja, ich kann auch aufheben. Ja, das war jetzt alles. Ich sehe schon, aber... Es ist ja schön und gut alles und so, aber... Das ist aber eine andere Tür. Ich komme in den Keller einfach nicht rein. Habe ich irgendwas übersehen? Ich muss irgendwas übersehen haben. Kann man da vielleicht jetzt irgendwie noch durchschwimmen? Nee, das ging nicht, ne? Nö. Das Ding da geht mir doch echt auf den Keks. So, Wachen dürften eigentlich im ganzen Haus keine einzige mehr sein. Na, hier war ich eben schon. Ja, dann muss ich jetzt echt mal gucken. Zur Not muss ich echt mal wieder in irgendeine Komplettlösung reingucken. Aber eigentlich würde ich es ganz gerne selber schaffen. Oh. Doch, hier war ich schon. Hier unten, ja, doch, hier ist ja auch zu. Kann ja eigentlich nicht sein, dass hier das plötzlich geht, oder? Was war hier oben? Das war dieses Sprungdingens, ja genau. Ne, da ist gar nichts. Ja, das muss doch hier irgendwas geben. War ich hier schon drin? Nein, hier war... Wenigstens mal ein Abzug drin, das ist schön. Hier war ich noch nicht drin. Aha. Aha, oh, der allerletzte Raum, ihr kleinen Krepeltypis. Komm. Jawohl. Vorsichtig zur Seite gehen. Komm, da ist jetzt ein Textdokument drin. Ne, da ist ein schöner Golddingens drin. Ist das denn? Heiltrank, ne? Ja, und Gold. Ich meine, das ist schön und so. Hab ich nochmal ein bisschen Gold gefunden, das freut mich. Kann ich in der nächsten Mission mehr kaufen, weil ich nicht mehr so genau weiß, was die nächste Mission ist. Und wenn die nächste Mission, was ich befürchte, eine dieser Cathedral of the Damned oder sowas ist, also die Kathedrale der Verdammten, dann bin ich verdammt froh, haha, dass ich Zeug kaufen kann. Ich war ganz oben. Ich habe das Schwert. Ich war von unten nach oben. Das Einzige, wo ich nicht hinkomme, ist... Das Einzige, wo ich nicht war, ist der Keller. Gibt hier bestimmt auch noch irgendwelche Geheimdinger, die ich nicht gefunden habe. Bestimmt.
einzelne Hinweise auf diesem großen Dokument, das wäre ja wenigstens was gewesen, ne? So von wegen Riesendokument-Dingens und ja, das wäre cool gewesen, aber da war ja mal gar nichts. Jetzt mal ganz ehrlich, was übersehe ich denn hier? Ich meine, ich war jetzt schon wirklich an vielen Orten, wenn nicht schon fast, also überall war ich logischerweise noch nicht, sonst hätte ich ja schon alles. Aber es kann höchstens im Keller sein, aber... Wie soll ich denn in den Keller reinkommen? Okay, ich bin gerade wirklich ein bisschen irritiert. Ich befürchte tatsächlich fast, damit es hier nicht unnötig lange in die Länge gezogen wird, werde ich jetzt gleich mal eine Lösungshilfe mal zu Rate ziehen müssen, damit das hier überhaupt nochmal vorankommt. Ihr nervt ganz schön. Könnt ihr mal aufhören, bitte? Das wäre echt cool. Danke. Wirklich. So, was ist das jetzt hier? Hier war ich doch auch schon. Kann natürlich sein, dass eines der Gemüsewege irgendwo noch hinführt. Hier war ich auch schon. Dass der irgendwo hinführt in so einen kleinen Nebenraum oder so. Was zum Teufel war das? Schwert? Wieso liegt mein altes Schwert hier noch rum? Ist das normal? Dass man Schwert und Konstantins Schwert hat? Ist das... Ich hab mich doch verkohlen, oder? Ihr wollt mich doch veräppeln. Das ist doch bestimmt ein Bug. Gesicht. Also jetzt mal ganz ernsthaft. Hab ich durch Zufall irgendwo meine Schriftrolle aufgesammelt, von der ich nichts weiß? Das hätte ich ja eben auch schon gesehen. Jetzt bin ich echt gerade ein bisschen platt. Ja, schön. Schöner Raum. Kann natürlich auch genau gerade so ein Raum sein, der dann... Der dann das... enthält, was ich brauche, aber... Ja gut. Ach so, hier sind die anderen Wachräume. Bringt mir gar nichts. Schupp! Ist das eine Druckplatte? What? Also ich weiß nicht. Verstehe ich einfach nicht. Verstehe ich wirklich nicht. Oh Mann. Okay, Leute. Es hilft wirklich nichts. Ich finde von alleine scheinbar den Weg nicht. Und ich will jetzt nicht hier noch 3 Stunden rumsuchen. Also werde ich einfach mal nachlesen. Es kann ja nur irgendwas Simples sein, was ich vergessen habe. Gut. Also dann, bis gleich. So. Ein kurzer Blick ins Internet. Zeigt also ein paar interessante Sachen. Zum einen... Das hier ist ja Thief Gold. Gold. So, und dieser Bereich, in dem wir drin waren, der so diese großen Sachen hatte, Little Big World nennt sich das also irgendwie, das ist ein Bonus in Thief Gold. Den gab es im ursprünglichen Thief nicht. Und ich finde ehrlich gesagt, hey, das ist ziemlich nutzlos, was ihr da reingebaut habt. So, im normalen Thief gibt es wohl noch einen Schlüssel in dieser Mission, der wirklich gar nichts macht. Und es gibt wohl auch 2 Metalltüren. Ja, ihr verwirrt mich immer wieder. 2 Metalltüren, die man einfach überhaupt nicht öffnen kann, egal was man macht. Und ich habe noch was gesehen. Das war jetzt noch nicht mal ein richtiger Walkthrough, sondern einfach nur so ein Unterschied zwischen Thief 1 und Thief 1 Gold. Und einer der Unterschiede ist, dass der blaue Schlüssel, was auch immer der macht, ich habe eine Vermutung, dass der...
Ich laufe, glaube ich, gerade falsch, egal. Moment, dass der nämlich im Schlafzimmer von Konstantin ist und in der anderen Version, nämlich in Thief Gold, liegt der im anschließenden Raum, im nächstliegenden Raum. Was jetzt Folgendes bedeutet, ich muss einfach nochmal den Raum finden, wo sein Schlafzimmer ist. Und das war irgendwo auf der ersten Etage. Nee, das hier war das nicht, oder? Was ist denn das? Wirklich? Habe ich das wirklich die ganze Zeit übersehen? Ernsthaft, diese blöde Tür hier mit diesem hässlichen Raum. Das ist doch jetzt... Nein. Ist das jetzt ein neuer Schlüssel? Muss wohl. Schlüssel. Und das sind die Informationen. Herr, der in euer Gewächshaus eingedrungen war, wurde gezüchtigt. Er kannte die Regeln nicht und wird dort nicht mehr herumschnüffeln. Gut, das ist unnütz. Aber wir haben einen verdammten Schlüssel. Einen verdammten Schlüssel. Mann, das ist diese kleine Pisstür, die ich die ganze Zeit übersehen habe. Ich meine, ich habe echt den ganzen anderen Scheiß des Levels abgelaufen. Ich weiß auf jeden Fall, dass es 2600 Gold gibt. Das heißt, ich bin schon nahe dran. Diese kleine Tür, neben dieser beschissenen Fackel, die Fehler hat. Och Mann, und dann habe ich das die ganze Zeit ver... Das war noch relativ am Anfang, dass ich hier durchgelaufen bin. So. Naturgemäß, wo ich jetzt damit hinlaufe mit dem Kram, ist natürlich in den Keller. Weil, ja, es gibt zwei Metalltüren, genau. Hinten einmal im Garten und ganz hinten, auch in dem Gartengebiet, mit den Säulen, diese Säulenhalle. Da konnte ich die Tür, also das sind wahrscheinlich die beiden Metalltüren, die gemeint sind, die ich nicht aufmachen kann. Ich gehe stark davon aus, dass der Schlüssel hier passt. Komm. Wirklich? Oder sind die damit gemeint gewesen? Gut, das finde ich jetzt raus. Das ist mir jetzt scheißegal. Es ist auf jeden Fall ein anderer Schlüssel. Das heißt, der wird irgendwo passen. Gut, okay. Es würde auch Sinn machen, wenn dieser Schlüssel hinten in diesem Gartengebiet passen würde. Das würde Sinn machen. Aber, wie gesagt, ich gehe auf Nummer sicher. Scheinbar. Ja. Das sind also die beiden Türen, die man gar nicht aufmachen kann. Dann zurück in den Garten. Denn da gibt es was für uns. Einfach nur eine Kleinigkeit übersehen. Wo ist denn jetzt der Mist? Ist das hier hinten gewesen? Wo geht denn das überhaupt hin? War ich hier schon? Nein, hier war ich noch nicht. Ist eigentlich ganz cool hier, ne? So, wofür ist das gut? Noch mehr Pfeilkrams oder gibt's hier auch wirklich was? Ja, der Pfeilkrams. Naja, war ja klar. Gut. Ich meine, es macht ja Sinn, dass man hier so viel Moospfeile finden kann. Was soll das sein? Weil es gibt ja so viele Kacheln, Kachelböden hier in dem Level, dass das echt schon böse wäre, wenn man da nichts gegen finden würde, aber... Ich hätte mir das vielleicht ja auch vorhin aufschreiben... Ah, ich hätte mir das ja auch aufschreiben können, dass ich hier noch nicht war. Ach, guck mal, den kann man mitnehmen. Warum kann ich den Pilz mitnehmen? Aber den nehme ich nicht wirklich mit, oder? Nee. Das ist einfach... Er ist einfach da. Und ich kann ihn mitnehmen. Das ist okay. Sowas von sinnlos hier. Ja gut, dann, sag ich mal, lassen wir halt einfach die Atmosphäre auf uns wirken. Komme ich hier hoch? Was sind das für Geräusche? Das ist doch ein Garten. Das sind doch keine Gartengeräusche, was da kommt. Ich bleibe an jeder kleinen Kante hängen. Das ist ein bisschen nervig. Oh ja, ist okay. So.
Ah ja, hier war ich eben. Schwupp. Gut, also das alles doch für ein Goldstück und für einen Moospfeil. Ja, nee, hier war ich doch gerade. Wo laufe ich eigentlich gerade hin? Also ich habe, wie gesagt, eine Ahnung. Was ist das für Schatten? Eieiei, das Level zieht sich aber auch. Das ist aber auch so eine Sache. Gut, ich bin natürlich jetzt auch irgendwie unterwegs. Ich versuche zwar nicht, ich habe mir es nicht vorgenommen, irgendwie 100% zu bekommen oder sowas, aber ich versuche natürlich schon, möglichst viel Zeug einzusammeln, weil ich weiß, dass ich es brauchen werde. Auf der anderen Seite habe ich ja jetzt einfach nur vor Dummheit vergessen. So. Ich gehe also stark davon aus, dass wir hier rein können. Gut, damit ist das Video jetzt vorbei. Jetzt werden wir im nächsten Video endlich in den Keller gehen und wirklich mal gucken, was da unten ist. Also, dann bis zum nächsten Mal.